Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Monster Hunter World. Und heute haben wir eine Sammelquest für uns rausgesucht. Und hier ist immer eine schöne heiße Quelle. Hi. Ja, der ist auch wieder dabei. Der? Was ist denn der? Der rülpsende, nicht immer, nicht in Schwierigkeiten bringst du mich dann nicht. Du schaffst es bloß nur jedes Mal, mir meine Touren zu zerstören. So, kriegen wir denn dieses Pestwurz? An den, entweder lässt du dich von deinen hübschen Käfern hinführen, Plan A. Plan B, du läufst einfach nur zu Sammelstätten, die etwas außergewöhnlich sind. Auf der Karte sind die einmal mit einem weißen Fragezeichen übersehen. Da gibt es die Pestwurzfelder. Ach so. Ah, oh, okay. Könnte wahr. Ich weiß schon mal, wo der Beotodus ist. Das ist ja schön, Kaiser Make. Soll ich den mal wecken? Oder der kommt sowieso gerade zu mir? Wenn du den Beotodus weckst, dann wecke ich dieses andere Vieh, dieses anders Ekelbüten. Nee, nicht wecken, wecken tue ich sie ja nicht wirklich. Ich laufe nur zu denen hin und versuche zu überleben. Wie ich gerade nichts Besseres zu tun habe, als sehr viele Fotospunkte zu sammeln. Honig und hier noch mehr Pestwurzfelder. Hier, wo ich bin, dann übelst viele Passwortfelder. Ja, das ist eine Quest, die nicht lange dauert. Und ich habe schon dieses, keine Ahnung, was gefunden. Den Banbaro. So heißt das Vieh. Es fehlen ja nur noch 3 Stück. Geh noch schnell! Los, ein Bambaro! Ich muss irgendwie mal mein Inventar aufräumen. Auf zur Options. Nicht Optionskiste, Objektkiste heißt das Vieh. Okay, jetzt haben wir das Pestbier. Ah. Ist doch was Tolles, oder? Haben oder nicht haben. Warum wurden der Galerie durch diese Mission neue Zwischensequenzen? Das verstehe ich niemals. Wie scheint habe ich den Beotodus genügend erforscht gehabt. Das ist ein gutes Gefühl. Das klingt so falsch bei mir. Ich muss mich irgendwie beschäftigen mit dem Ladebildschirm, der ist so lang. Ja, trotzdem musst du nicht so drauf herumhämmern, weil für mich klingt das gerade so, als ob du mit einer schlechten Nerf-Gun
irgendwo in die Gegend rumschießt. Habe mir hier ein paar Ausrufezeichen. Deutlich Slime-Bad. Aber ein Astera bestimmt. Der ist doch immer was. Also, du suchst gerade in die anderen Quests, oder? Ja, ich überprüfe, ob da noch welche sind. Oder nicht. Okay. Wo bist du also hingegangen, überall hin? Ich bin jetzt gerade im Ladebildschirm zu Astera. Ich gehe auch mal hin. Schwert und Schild. Pokémon-Anspielung. Haha, auf jeden Fall nicht. So was würde in so einem guten Spiel niemals auftauchen, so eine Anspielung. Ja, es gibt so viele Fragen. Gut, dann scheint so, als könnten wir die nächste Quest annehmen. Und die nächste Quest. Und finden wir die Spuren dieser Legianer. Gibt es irgendwas, was man gegen Muskelkater machen kann? Wärme, soweit ich weiß. Ruhe, Wärme, nicht viel bewegen. Okay, Moment, eine Sekunde. So mache ich das Schweinchen. Dann kehren wir mal wieder nach Celana. Celina. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Welchen Namen? Von Städten, von Charakteren, von Monstern. Das ist immer so schrecklich. Du hörst extrem leise gerade. Wirklich? Ja. Okay. Keine Ahnung, wie ich mal umändern muss. Ist so wieder normal. Okay. Dann lass uns zur Expedition gewesen, oder? Okay, ich starte aus der Stadt aus. Das ist ja relativ. Okay, dann gehe ich mal rein da in der Olga. Wie gesagt, ich bin noch an dem Ladebildschirm, darum. Ach so. Ach ja, egal, dann warte ich da an dem Fleck, wo ich jetzt bin. Ja, weil ich gerade erst in die Stadt reinkomme, werde ich dann gleich von dort aus starten. Ja, und gibt's. Und finden wir die Spuren dieser Legianer. Expedition starten nach. Die Raureif weiter. Ich flieg los! I'm a Wolf. Gesundheit. Dankeschön. Ich bin am überlegen, ob ich mir die Animal Crossing Switch bestellen soll. Wieso erzählst du das gerade in einem Part, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat? Weil ich mich mit dir unterhalten wollte. Du könntest über Monster Hunter oder PlayStation 4 unterhalten, ein paar, aber nicht über ein anderes Spiel mit eurer Konsole. Dann habe ich, muss ich jetzt einen Bezug finden. Ich habe mir letztens vorgestellt, wie cool es wäre, wenn Melinda bei Monster Hunter mit dabei wäre als Monster. Und deswegen bin ich jetzt überlegen, ob ich mir die Switch hole von Animal Crossing. Du schaffst es immer wieder alles ins Ehrliche zu ziehen. Erstens, das würde bei einem Monster Hunter
für die Switch passieren, dass Melinda ein Kostüm für die Fellen sein würde. Punkt 1. Nicht als Monster. Nicht schade. Na, sieh mal, wer da ist. Du bist ja hier. Ich wusste gar nicht, dass du schon losgezogen bist. Sag mir Bescheid, wenn du in der Mission bist. Ich bin jetzt drinne. Okay. Ich wurde schon von den ersten Leuten angesprochen. Ihr jagt immer noch diesen Legianer nach. Mit deiner PC-Lidschau wahrscheinlich jetzt mal. Wir werden unser Bestes geben. Ich habe meine eigene Untersuchung, an der ich arbeite. Okay, ich habe nichts gegessen. Deshalb überlasse ich diese Legianer euch beiden. Ah, es ist aber nur ein... Ich muss nur kurz das Essen oder das war's oder nicht. Ich werde es auch ohne Essen das mal schaffen. Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich gehe in diese Richtung. Wir sehen uns. Okay, lass uns diese Legianer-Spuren finden, Partner. Ich habe total vergessen, von der Wildexpertin das Kostüm zu ändern. Dieses Mondfest. Kostüm sieht so schrecklich aus, finde ich. Legianerspuren. Sie führen wohl in diese Richtung. Mehr Spuren. Wir sind auf dem rechten Weg. Gut. Ich fange erstmal kleine Makaka ein. Die schrien mich völlig an mitgenommen zu werden. Okay, eine Untersuchung von einem Monster, das ich nicht mal kenne. Praktisch. Da habe ich natürlich schon mal Schleudermunition mit. Ich hab Fackeln. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Schauen wir uns weiter um und sehen wir, was wir finden. Hier ist eine Spur. Ich will sie mitnehmen. Der Balken füllt sich nicht. Sehen wir, was dort ist. Das wird hier richtig weiträumig. Die Karte sagt mir nichts Gutes. Hast du das? Hat sich da oben gerade etwas bewegt? Das sieht nicht sehr gut aus. Warte. Ist das ein erster Viverianer? Fragen wir nach den Legianer. Nee, ich fördere lieber Erze. Ja? Welch seltener Anblick. Hier kommt nicht auf Besuch vorbei. Seid ihr Freunde von einsamen Stern? Ihr sucht etwas. Verstehe.
Hier werdet ihr nichts finden, sucht unten. Die kennen den Geruch, folgt ihnen. Vielen herzlichen Dank. Aber wo genau ist unten? Schau, die Spähkäfer fliegen runter in diese Höhle. Ich hole mir ein paar Eisblüten. Oder Mondlichtblüten. Okay, hab verstanden. Du lässt mich keine Wahl. Sorry, bin wieder da. Alles in Ordnung. Was glaubst du, untersucht die Fährtenleserin? Soll sie untersuchen, was sie will? Sie hatte wohl ihre eigenen Gründe, hierher zu kommen. Auf jeden Fall sieht das hier sehr gut aus. Bereits von der Existenz der Hinterlande. Mal gucken, was da jetzt kommt. Auf jeden Fall habe ich einen schönen Ort gefunden für ein etwas, was man kaum nutzt. Ich hoffe, wie man sie ist nennt. Das war wohl nicht so gut. Oh oh. Wen haben wir hier? Hä? Lustig, dass ihr hier auftaucht. Ja. Wir haben Spuren gefunden und sind den Spähkäfern nach. Oh, in diesem Fall haben wir wohl denselben Weg. Oh. Bist du dir sicher? Ich meine, außer dieser Öffnung gibt es keinen anderen für uns erreichbaren Ort. Ich würde mich ja umsehen, nur... Wow. Wir wollten verarschen. Das wird wohl warten müssen. Wie die einfach so ruhig ist. Stets bereit. Alter, selbst an der King. Oh mein Gott. Du, komm mit. Jawohl. Das wird ein richtiges Spiel. Das sieht aus wie ein... Ja, war mir klar. Eine Viper Turbi Kadashi. Das Monster bringt nicht mal einen Lebensrettermantel drauf. Vom System her ist es ein Tobi Kadashi. Ja, aber der ist deutlich ekliger. Das Gift wird sich in Windeseile durch deine Venen fressen. Nimm schnellstmöglich ein Gegengift ein. Schön, mein Lebensrettermantel fällt nicht mehr. Hey! Ich bin immer noch auf, du! Okay, ich bin tot. Alter. Danke, Katze. Okay. Das Vieh mag ich am wenigsten von allen. Ja, das ist wirklich crazy. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie man... Alter! Direkt paralysiert. Aber mir ist töten. Wo habe ich... Erstmal entfernen. Waffe ziehen. Anlegen. Feuer. Ich den jetzt anlegen, feuern und raufstürmen.
Ja. Wo bringt der denn hin? Ich hab keine Angst vor dem. Aber ich hab auch zu meinem Leben. Jo, das war's. Ohnmacht. Für den Fall, auf jeden Fall. Nein, ich will ihn nicht zurücklassen. Ausrüstung ändern. Von dem Pilico. Nein, Palico. Heißt es. Auf Leben. Ändern. Hab ich irgendwas? Gift. Bringt doch gar nichts. Eis. Wasser. Explosion. Im ungünstigsten Moment kriege ich einen Anruf. Haha. Und ich bin gestorben. Egal, aber ich habe keine besonderen Getränke jetzt. Schade. Okay. Ich habe von einem unbekannten Monster Spuren gefunden. Und das wird auf jeden Fall Vieh. Das wird eklig. Ich ahne. Ich hab. Oh, jetzt hab ich schon wieder vergessen, was zu essen. Oh, ich lerne dazu. Gerade irgendwas witzig. Ich rutsch irgendwo runter, will Spuren aufsammeln. Was tue ich? Ich trete ein. Käfer. Und hinter mir ist gerade ein anderes Vieh. Was ist da hinten? Ich habe jetzt hier gerade drei Monster auf einmal. Den Fulgu Anjanat. Oh, Hilfe! Ich hab jetzt ein Monster-Chaos. Das ist schön. Ich mache mir nur Gedanken, wie ich dieses Vieh flachlegen soll. Das Vieh ist einfach. Ich kann gar nichts tun. Du kannst gar nichts tun. Hallo, ich habe bei mir den Fulgur Anjanat. Dieses, Leute, ich schlag auf ihn ein, es juckt ihn gar nicht. Ich habe die Viper Tobikadachi und auch noch dieses komische Hasenhornvieh. Ich habe gerade gesagt, wie es heißt. Gerade gehabt. Oh Mann, Katze. Oh nein. Das ist doof gelaufen. Danke, dass du hier vergiftet hast.
Gegen die muss man ein komplettes Set bauen. Das ist doch keine Chance. Ich hätte es auch schon aufgehört, so, mit Gegengift zu heilen. Weil ich am Meinung finde, dass sowieso keinen Sinn machte mehr. Weil. Danke, oh, dass ernst? Du. Oh. Ich war auf ihn drauf, ich konnte ihn lenken, weißt du? Und er macht die ganze Zeit Attacken, die mich nicht abschütteln, aber mich auch nicht großartig was machen lassen. Und wieder tot durch Gift, Alter. Ich versuche mich gerade in der heißen Quelle am Leben zu erhalten. Ja, GG, nee, ich werde den nicht schaffen. Alter, wie eklig ist das denn? Ich bin auf ihn drauf und. Er schmeißt mich nicht ab, aber ich kann auch nichts machen, weil er die ganze Zeit angreift. Das ist. Das Vieh ist heftig. Na toll, mein Kat ist jetzt vergiftet. Ernsthaft? Ja, in NW. Ich hab keinen Plan, wie ich den Scheiße packen soll, Mann. Den wollte ich gar nicht. Ich erkunde mal kurz die Karte, ob irgendwas da zu sichtbar ist. Komm her. Okay, die einzige Silbe, die ich erwarten kann, habe ich gerade an. Natürlich nicht. Wie gesagt, zu zweit habe ich das Vieh nie. Wow. Nimm mich gar nicht ernst. Köderkäfer, was braucht denn sowas? Okay, jetzt habe ich erstmal einen neuen Helfer für den Kampf. Das Viech markiert, den wollte ich markieren. Los. Alter. Ach, das sind wirklich gemein, diese kleinen Viecher. Der vergiftet er noch so oft, ne? Wie gesagt, ich bin gerade bei was anderem. Ich versuche gerade einen Vulk auf meine Seite zu ziehen. Wie das geht, weiß ich selber nicht mal. Ich weiß nur, es ist möglich.
Oh mein Gott, es kommt sogar noch das andere Vieh. Welches denn? Der Bambaro. Ja, okay. Den kann ich jetzt gar nicht brauchen. Danke! Dankeschön! Alter. Bitte mach einen Revierkampf jetzt. Nein, der geht gegen mich natürlich. Jetzt habe ich zwei Monster gegen mich laufen. Los, zieh doch einfach. Warum kämpft ihr nicht gegeneinander? Nein, die gehen lieber beide gleichzeitig gegen mich. Ja, lol, Ananas ist jetzt auch hier, alles klar, danke schön. Also, das ist jetzt auch mal eine Dreierparty. Ja, dann ist Hubspitzes. Ja, ich weiß. Aber die machen jetzt irgendwie diesen Revierkampf. Und er hat gewonnen. Dankeschön. Es geht an einer Zeit. Na toll, jetzt habe ich immer noch keinen Wulk auf meiner Seite. Ist das ein Humpen oder ist das kein Humpen? Ob das ein Humpen? Wenn ja, dann danke ich dir und liebe ich den Scheiß an der Nacht. Sieht nicht so aus. Vielleicht klappt es nicht. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass es klappt. Warum geht er nicht an seinen Scheißkopf? Ich verstehe es nicht. Mehr zu tun, den kann ich doch gar nicht. Ja klar, er kann auch noch ein Gift machen. So ein Giftenlegel um sich rum. Gibt es irgendwas, das der Typ nicht kann? Wo bist du denn? In welchem Artgebiet? Ich bin jetzt gerade wieder unter die Dings. Alles klar, gut, also ich hab keine Gegengifte mehr. Wie gesagt, an seinem Schlafplatz ist das ein echt dummes Gebiet, weil da. Ich hab verkauft. Wie gesagt, an seinem Schlafplatz ist auch ein echt einfaches Gebiet. Weil da sind voller. Das ist eine Exkursion. Ja. Kann man ja nicht. Ey. Weil ich gerade sagen wollte, an seinem Schlafplatz ist es so. Da kann man mal. Da gibt's überall Pflanzen, die ja Giftnebel ausstoßen. Eisbombe die Hölle. Oh nein! Jetzt habe ich meine Jagdleiter verloren. Doch nicht. Das Blöde ist, ich sehe nicht mehr deine Totenköpfe auf dem Kopf. Das nervt mich. Ich weiß nicht, ja, wie viel Leben. Und sie ist doch. Er ist doch weg. Er ist weg. Ach, mein Fangmeister, wie er heißt. Ich habe mir wieder Unterstützung geholt gehabt.
Der ist viel zu stark. Okay. Na, Müll, wie eine. Müll, der hat sogar eine Fernkampfattacke. Ja. Mist. Die haben komplett Rhythmus. Ah, gut, das Unbeterber. Nachdem ich dreimal gestorben bin. Giftpilz. Alter. Wirklich das Schlauchplatz von dem Viper, viel ist wirklich nervend. Oh, ich hab dich getroffen, nicht andersherum. Ich hab ihn gefangen. Juck mich nicht. Ich bin jetzt in seinem Schlafplatz. Das ist kein so guter Ort. Ich will so ein abgeschlossenes dreimal sterben. Ich bin darauf nicht stolz. Okay, aber einmal bin ich gestorben, weil... Anruf gezogen. Das war keine so gute Idee. Lauf hierher! Oder soll er hierher laufen? Na toll, ich habe wieder ein großes Monster. Noch eins, ja. Oh no. Ey! Oh. So, erstmal schön wieder auf den Rücken rauf. Das so unser Puste, kann nichts mehr machen. Los, atme dir schön Rauch ein. Gut, er hat es eingeatmet. Zuerst mal erfrischen. Während er schläft, können wir fertig machen für alles. Und Feuer!
Mist, das ging schief. Mist. Er hat mich getroffen. Lass mal eine alte Tür irgendwie erholen. Ich will, dass du mal weiterkommst. Das war sowas von dumm gemacht von meiner Katze. So, jetzt. Der Banbaro hat den Ort verlassen. Mensch. Hat irgendeinen Schaden hier. Ich hab's immer noch nicht richtig gut platziert, alles. Endlich geschafft, gefangen. Bist du in Ordnung, Partner? Betrachten wir die Expedition als abgeschlossen und melden uns zurück. Ja, ich höre gern zurück. Naja, ich muss jetzt auf jeden Fall schon in die Offline gehen. Pass auf! Hörst du mich? Okay, ja. Na, mir ist nämlich noch eingefallen, ich muss noch ein paar Hausaufgaben machen für morgen. Okay. Die ich meisterlich verdrängt habe. Und ja, sag mir, wie du das Vieh findest, wenn du das geschafft hast.
Okay. Ich find's ein bisschen eklig. Ich find's eigentlich wirklich, wir sprechen einfach später drüber. Ja, wir haben nächsten Part am besten. Das ist älter als die Kommission selbst. Gefunden. Schaut euch das hier an. Ich habe sowas noch nie gesehen. Okay, da bist du dann. Ja. Diese Handschrift. Du erkennst sie? Lange bevor die erste Flotte aufbrach, suchte ein Abenteurer nach der neuen Welt. Ich hoffte, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Schauen wir mal. Monster zeigen verstörendes Verhalten. Ein Lied. Ein Lied? Ich fand ein Fragment. Ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Muss mehr herausfinden. Den Rest kann ich leider nicht lesen. Die plötzliche Migration der Legianer. Das Lied. Diese Notizen hier. Das alles passiert jetzt. Das Ding hier könnte der Schlüssel zu allem sein. Yo! Wir haben überall nach euch gesucht. Wow, schaut euch das alte Teil an. Kannst du dich bitte auf die Arbeit konzentrieren? Entschuldigung. Astera ruft seine Jäger zurück. Wir müssen sofort aufbrechen. Was? Von meinem Großvater. Ich glaube, die sind gleich. Warte. Sagst du, er hat das aus der neuen Welt mitgebracht? Ich dachte, ich würde der Wahrheit näher kommen. Die finden wir zusammen. Du willst wissen, was passiert ist, oder? So wie ich. Das wird uns unmöglich entgleiten. Danke. Aber... Kleine, komm mit mir oder geh heim. Für Selbstzweifel ist keine Zeit. Hey, keine Sorge. Ich kann für dich einspringen, während du weg bist. Mit deiner Erlaubnis bin ich deine Wildexpertin. Einverstanden? Ein Angebot von Asteras bester Wildexpertin. Es wäre verrückt, das abzulehnen. Vielen Dank an alle von euch. Gut, eine Partnerin zu haben. Hab Spaß. Okay, wir sind hier wohl fertig. Gehen wir. Viel Glück. Das wird nicht vergebens sein. Partner, pass auf dich auf. Und wir haben einige schöne Sachen. Und die Geschichte wird immer spannender, aber leider haben wir unsere Wildexpertin verloren. Schon eine Zeit lang. Mal sehen, was los ist. Warum wir zurückgerufen wurden. Ich fand den Viper Tobikachi einfach nur schwierig, aber auch irgendwie deswegen auch gut. Danke, dass ihr so kurzfristig gekommen seid. Der Grund für diesen Rückruf? Moment, wo ist unsere kleine Feinschmeckerin? Verputzt die noch ein paar Steaks in der Kantine? Sie ist derzeit in eine andere Untersuchung involviert. Ich unterstütze in der Zwischenzeit ihren Partner. Verstehe.
Dann lasst mich euch auf den aktuellen Stand bringen. Es hat Berichte über unidentifizierte Unterarten in der Wildturmödnis und dem Korallenhochland gegeben. Ein Monster scheint eine Unterart des Paulumu, das andere des Puke-Puke zu sein. Die Analyseabteilung glaubt, dass das Auftauchen zweier neuer Unterarten mit dem Grund für die Ligianerwanderung zusammenhängen könnte. Ihrer Theorie nach hat eine Veränderung in der Umwelt zur Störung des normalen Verhaltens geführt. Wir müssen diese Entwicklung also ernst nehmen. Da du schon mal einen veränderten Ligianer beobachtet hast, bist du perfekt geeignet. Verstanden. Dann wird mein Partner auf Zeit hier die Unterarten jagen, während ich ihn unterstütze und detaillierte Berichte für die Analyseabteilung zusammenstelle. Sehr gut. Ich zähle auf euch beide. Einen veränderten Ligianer? Wann hatten wir den mal getroffen? Ich bin mit der Untersuchung der neuen Unterarten beauftragt. Ich freue mich darauf, mit dir zu arbeiten. Temporärer Partner. Ja. Mal sehen. Wie sieht's aus? Aufgaben. Nachtschatten, Palumum und den Korallen Pukai Pukai. Was? Die haben doch nichts mehr damit zu tun in den jeweiligen Gebieten. Zu suchen, meine ich. Die Spezialarena. Und ein Haufen Ärger. Da wird es mir wieder schön viel Spaß geben. Okay. Korallenhochland. Achso, jetzt sehe ich das. Und die anderen Viecher kennen wir nicht. Wildtumödnis, Korallenhochland, kennen wir nicht. Okay. Oder Wald, ist klar, kennen wir nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich alles nicht. Bilder, Dimonio, Heimat Edison. Die sind alle da. Okay. Kenn ich nicht. Aber es wird so viel Spaß machen, diese Monster zu jagen. So viele Sachen. Hoffentlich kriege ich Kumpel dazu, mit mir diese Event-Quest zu machen. Oder diese, aber es ist eher unwahrscheinlich. Das war es also gewesen. Euch noch einen schönen Tag. Und ciao.